Zeit ich einfach. Schicke. Quelle. Das könntest du hier bei Empire Earth genial machen. Jetzt weißt du auch, warum ich hier gewartet habe. Weil jetzt werden nämlich die Schiffe. Die MS Unter G. MSG Unter oder. Die. SSG Unter. Früher hier, also bei den Age of Empires, war die KI noch gut und hat die Schiffe auch entsprechend angegriffen. Aber heute. Hier. Heutzutage ist alles schlechter. Da waren die Landeinheiten, die die Schiffe angreifen konnten, haben die auch angegriffen. Aber jetzt. Okay. Mal so einen lustigen Namen für Schiffe. Die SS. Tauch? Nein. Die SS Tauchtief. Nee. Die MS Eisberg. Nee. Sind ja nicht in der Arktis oder sowas. Ich sag ja, die MS Tauchtief. Ja. Hätte er gesagt, das ist ja SS, das ist ja das Segelschiff und kein Motorschiff. Also SS, nee, SS können wir auch falsch verstehen. Jetzt im Vor. Boah, wird schön wartig weiterentwickelt. Wie gesagt, die Tauchtief. Genau. Also in Schiffen geht's gut. Ein Schiff. Ja. Ich glaube, das eine Schiff hat ein bisschen Schaden erlitten. Aha. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen. Ich untertreibe immer ein bisschen. Auch übertreiben, wenn ihr wollt. So. Thorsten hat's fast out, ganz einfach. Jein. Also die Musik stammt von NCS und ist frei abspielbar. Vor allem, was wichtig ist, kein Copyright-Schutz drauf. Das ist das Wichtigste. Das ist wirklich wichtig. Also am schlimmsten ist immer so die Sache, man hat so eine schöne Musik. Denkt dann so, YouTube, auch ich sperre mal das Video, weil es ja nicht korrekt ist oder was. Ja, YouTube sperrt's mir eigentlich weniger. Ich meine jetzt nur, so, es gibt viele Leute, die irgendwie so einen Scheiß machen. YouTube sperrt's mir nicht. YouTube ist nur in der Hinsicht ein bisschen nervig, weil. Genau, verpisst euch einfach da. Aha. Nee, YouTube sollte sich lieber nicht verpissen. Nee, YouTube ist in der Hinsicht nur ein bisschen nervig, weil ich da eingehen muss. Weil ich da ein bisschen drauf achten muss, während der Spielszenen oder während des Spiels prinzipiell. Dass nicht die irgendwie geschützte Musik dazwischen kommt oder sowas. Genau. Deswegen sind auch sämtliche Videos, die irgendwie auf dem Kanal erscheinen, prinzipiell ohne Musik. Also da achte ich schon sehr drauf. Preparado. Was die Musik. Wenn man jetzt zum Beispiel ein gutes Video gemacht hat, was einem auch gut gefällt und die Community bestimmt gut gefallen würde, denkt sich YouTube, nö, ich sperre es halt nochmal, weil. Die ein, zwei Sekunden von einem Lied da drinne waren und ich es dann sperre. So sieht's nämlich aus. Und das haben wir alles den lustigen, extremen Copyright-Leuten zu verdanken. Ja. Ne? Ich meine, ich persönlich, ich bin da auch absolut kein Fan von. Ne? Ich bin da echt kein Fan von. Aber das sind halt Vorgaben, die mir durch YouTube gestellt wird. Von einem und Wort, was euch allen nicht gefallen wird. GEMA. Ja, GEMA eher weniger. Aber das Wort gefällt einem nicht. Das sind die größten Mixer mit überhaupt zusammen mit GEZ. Keine Kraftausdrücke. Doch, bei diesen Vereinen schon. Na gut. Das sind RAF. Spätestens mit ihrer GEMA-Vermutung. Na, aber ich kann's einfach nicht verhindern. Ja. Ne, ich kann es wirklich nicht verhindern, also
Wenn ich möchte, dass Videos einwandfrei ohne irgendwelchen Copyright-Anschutz dastehen, und ja, das möchte ich, dann muss ich halt nach den Regeln von YouTube spielen. Ja. Auch wenn es mir persönlich nicht so wirklich gefällt. Ja. Na, aber es sind halt die Spielregeln, die mir YouTube geben. Und dann brauchen wir auch nicht, genau, so sieht's nämlich aus. Da brauche ich nämlich nicht wirklich drüber diskutieren. Diese Vorgaben habe ich einfach von YouTube. Und natürlich werde ich natürlich einen Teufel tun und sagen, nö, mache ich nicht. Doch. Ne, der YouTuber, der mir die, der mir die Möglichkeit für die Musik gibt, der hat ganz klar gesagt, pass auf, du darfst diese Musik benutzen, aber, jetzt kommt nämlich das große Aber, du das darfst, immer ein Aber. Du musst eine Playlist mit dem Kanal erstellen, dafür mal mit den Videos erstellen, die du hier heute benutzt. Und die wird bei mir im Hintergrund schon angefertigt. Und auch verlinken, bitte. Oh, ich werde das allerdings ein bisschen anders handhaben, nicht so wie er das gerne hätte. Ich werde verlinken. Jupp, das ist. Ja, ich muss hier gerade ein bisschen lesen. Ja. Du bist kaputt. Konstruktora. Was? Du bist kaputt. Was denn? Nee, ich ohne Kirche. Bong. Heilige Handgranate. Wer von euch Worms kennt, der weiß ja, heilige Handgranate sind die besten Waffen. Aha. Mhm. Also kennt keiner richtig Worms. Ich. Doch, ich weiß. Du, ich hab ewig. Hola? Ich hab lange Zeit Worms gespielt. Ja, ist halt so. Ich glaube, ich hab hier noch irgendwo Worms 2 für die PS2 rumliegen. Worms 4 für die PS2 rumliegen. Aber ich hab Worms in der Collector's Edition hier. Ich hab nur ein Problem, wir haben keine PS2 mehr. Unsere ist ein bisschen hinüber gewesen. Das ist jetzt ein bisschen alt gewesen. Es gibt's auf Steam jetzt. Worms. Oh. Worms Revolution so, zum Beispiel. Okay. Mhm. Also ich bin jetzt nicht so ein großer Worms-Fan, dass ich mir jetzt hier extra einen Stil dafür irgendwie hole. Ich hab's einfach nur so gerne auf der PS2 mit einem Kumpel einfach gespielt. Worms ist einfach nur geil. Ja. Vor allem wenn das. Wenn du es untereinander zockst, online. Ja, das meine ich ja. Wenn man zusammen zockt mit irgendwie, mit jemandem Premade spielt, dann macht's Spaß. So alleine einfach so umsitzen. So, ich hab Worms, Armageddon, Worms, Worms Class, Worms Clan Wars, Crazy Golf. Ja, du bist ja verrückt. Das gab's mal in einem Bundle zusammen. Für 5 Euro oder sowas. Mhm. Worms Reloaded, Revolution und United Mayhem. Also, ja, doch. Erzmann. Alter! Batman Arkham Knight gibt's jetzt. Moment. Batman Arkham Knight ist cool. Ich weiß, es gibt jetzt 10 Euro weniger auf Steam noch für 20 Euro. Oh. Ja, ich hab ich es für 35 Euro gekauft. Und ich hab's ehrlich gesagt nicht bereut. Ich möchte mir unbedingt, ich weiß nicht, ob ich mir das Season Pass Season of Infamy hole. Also Saison der Bösartigkeit. Weil ich mir, ob ich das direkt holen möchte. Das ist irgendwie cool. Der geht mir auf den Sack. Greift mal bitte ein, ja? Schon wieder einer? Ja, das ist jetzt hier Queen, die jetzt
platt gemacht wird. Die macht mir meine Häuser kaputt. Ach so, das meinst du? Ich dachte beim hier Chat. Weil ich da noch nichts bekommen hatte. Nö. Aber, die macht mir hier eine Häuser kaputt. Die macht mir hier kaputt, einiges kaputt. Und da wird jetzt eingegriffen. Also ich habe jetzt keine Lust mehr auf Madame. Mm-mm. Was machst du denn da? Okay. Okay. Entschuldigung. Mahlzeit. Hat's geschmeckt, noch ein Stück Brot dabei? Und noch eine Suppe. Nein. Nachher. Nein, 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 nein. So. Mhm. Überlegen, was kann denn noch so für ein Thema ansprechen, dass eigentlich nicht so langweilig wird. Kino. Kann ich jetzt so sagen. Kinofilme dieses Jahr oder letztes Jahr. Welche gefallen oder welche freut ihr euch? Ehrlich gesagt, ich guck eher selten Kinofilme. Mhm. Ja. Ja, es ist schon so. Aber muss nicht immer irgendwie. Muss jetzt nicht irgendwie sagen, ich gehe jetzt jeden Donnerstag ins Kino oder sowas. Also da ist Fumpi da der bessere Ansprechpartner, weil von dem weiß ich, der geht relativ häufig ins Kino. Da muss ja, aber zu viel Geld haben. Nee, ich gehe immer mit einem Kumpel zusammen und so weiter. Mit einem Kumpel ins Kino geht, das ist immer so die beste Sache. Also ich denke mal, ich kriege hier gerade ordentlich auf den Sack. Ja. Also, warte mal, wie war denn mich das gekostet? So ist die Mörder müssen sich schnell positionieren, bevor die sich ausgemördert haben. Außer Hobbiten sich ausgebitzt haben. Die hat sich schon ausgebitzt. Dann bist du tot. Aber wir sterben hier die Soldaten wie die Soldaten. Mhm, ich war